Yo, Peace Leute und willkommen zum 17. Part, glaube ich, von Game of Thrones. Wir werden jetzt mit Tyrion Lannister reden und versuchen, ihn zum Reden zu bringen und welche Zeugen er denn mitbringen möchte. Mit einem Schluckchen Wein gehen wir hinein. Well, you're here. You might as well come in. Let me guess. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much use to you. As you can see, ich bin nur. Ich habe euch Wein gebracht, komm besser. I brought you a gift. Wine? You know the way to my heart. And you didn't even have to hide it. Gönn dir. Setz uns auf sein Bett. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? They never let anyone in to see me. And ein bisschen wird nicht schaden. Nee, weil sonst kommt es echt, dass er aber vielleicht vergiftet ist. Deshalb. Just a little. Ah, true girl of the north. Mit ihm trinken. So ein bisschen ein Gespräch einfach aufbauen. Ein bisschen wie, als ob wir echt als Freundin hier wären. So, why are you here? It's rather unusual for a handmaiden to visit. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. I've been worried about you, Lord Tyrion. Oh, have you? You may be the only person in all of King's Landing who doesn't want to see my head on a spike. Das kann sein. You and Podrick. I have to admit, I've always admired your honesty, but I suspect there's more to you than one might imagine. Trink, trink, trink. Na, schon besoffen? Ruse, isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. Trink. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one. Woher wisst ihr das? You found me out. How did you know? You can learn a great deal about someone if you're paying attention. Hast du wohl nicht viel genug gelernt? Wir haben noch gar nicht das ausgetrunken, aber okay, schenk nach. Cersei sent you, didn't she? Nein. I know I'm not wrong. Spielt ihr mit mir? The truth, Mira. Are you toying with me? I might ask you the same question. Now tell me the truth. Admit it. Cersei sent you. Ja. She left me no choice. She never does. At least you had the courage to tell me the truth. I told you not to run your mouth. Stupid girl. You're acting a fool. Lasst mich das machen. Let me handle this. We're not done talking. You heard the girl. Go. Heraus. Imp. What did my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you. And will continue to do so. Until you no longer prove useful. Ich weiß, was ich tue. I know exactly what I'm doing. Oh, clearly. Which is why you're here. Doing her bidding. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? I doubt she'd be pleased. Assuming she doesn't dismiss you immediately. Ich schweig. Ich schweig. Without her protection, you're in a very precarious position. What should I tell Cersei? She knows the answer better than anyone. No one will testify for me. She's already seen to that. That is the truth of it. Not that it was. Wird sie niemals glauben. She'll never believe that. Then come up with something better. Tell her I intend to call Sansa, Varys, Jaime. Give her a list of names and be done with it. Enough of this nonsense. You're wasting my time. Out now. I wish you well, Lady Mira. Ich Ihnen auch, Lord Tyrion. Be careful who you trust.
Ich habe ihm jetzt einfach die Wahrheit gesagt, weil der hat es eh angesehen. Ungebeugt, ungebrochen. Er hat es eh uns angesehen und... Oh, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, er ist ja so nett, nett und... Ich glaube ihm irgendwo, dass uns die Königin nur ausnutzt. Ich glaube ihm das irgendwo. Oh, ho, 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 ho. Ah, ha, 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 ha. Chinga, 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 chinga. Bam, 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 bam. Genau so ging das. I hope you don't have any regrets. About this. Natürlich nicht. I've never felt more certain about anything. I'm glad. I wasn't sure of you. With all that's happened. Schön die Zunge rein. Küss mich. What will we do now? Nochmal eine Runde. Now that we're what we are. Wir werden es Tag für Tag sehen. What we have, for as long as we can. A plan to. Küss mich. Oh ja, yeah. Halber Porno. Roderick? Hey, hier ist gerade nicht kein Zutritt. Raus, 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 raus. Wir waren noch nicht fertig. Hallo, Elena. Es ist halt genug, sie wird wissen, was wir getan haben. Ich glaub fest an. Sorry, I should have. It's just this is urgent, Roderick. And was geht's? It's all right. I can go. You two need to speak. Lass doch bitte die Decke da. Ich brauche die Decke noch. Ich brauche die Decke. Nein, die Decke musst du hier lassen. Du musst die Decke hier. Elena. Elena. Ich brauche die Decke noch. Wie soll ich denn schlafen ohne Decke? Und da ist meine Decke weg. Alright. Toll. Meine schöne Decke. Mann, was ich schon so erlebt habe, ich heul. Go on, Talia. I went back there to the grove and someone was there. What do you mean? Look. Was ist das? This is a report. Bericht. How many fighting men we have? Where Griff and the White Hill Garrison are being held. He even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe it. Wen hast du gesehen? You said you saw someone. Who? Someone we trusted. Das ist mir schon klar. Sag einfach wer. He's like family, Roderick. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. Wer? You have to deal with him like you would any other man. I'm sure he had his reasons. But no reason is good enough. Sag's mir einfach. It's your duty to tell me, and mine to pass judgment. Just promise me you'll kill him, Roderick. Anyone who would betray us like this deserves stimmt, to die. Eigentlich, aber I'm asking you, vielleicht as your bin ich's ja jetzt selber. Make him pay. Ich versprech's. I give you my word, Talia. The traitor will get what he deserves. Now, tell me. Come with me. Ah, in the Great Hall. Spann mich doch nicht so auf die Folter. Also ich schätze auf Roland, auf den Kriegstyp da, schätze ich jetzt. Persönlich, aber vom Spiel her glaube ich sogar, dass es Duncan ist. Irgendwie, das würde jetzt irgendwie mehr passen, so. Weil man daran eben eher nicht denkt. Und das will ja das Spiel so ein bisschen natürlich, dass man daran nicht denkt. Zeig es mir jetzt sofort. Wer ist der Verräter? Hallo, ist hier ein Verräter? Hey? Oh, my lord. Es ist Roiland, wie ich gedacht habe. Was ist das? You tell me. You don't scare me, Roderick.
I've known you since you were a boy. Ihr habt uns verraten. You sold your loyalty like some whore in the street. My loyalty has always been to this house, but you've been too damn blind to see it. Now, what I didn't see is that you were a traitor. You pushed me to this, Roderick. Ihr gebt mir die Schuld. You're blaming me for what you did. I'm telling you what you need to hear. I rose through the ranks because I knew when to ignore orders from men unfit to give them. Look at you, Roderick. You're weak. You're weak. Just like Ethan was. Making Duncan his sentinel. Ja, war mir schon klar, dass das der Grund ist. Ethan was a fool. And you've been making fool choices too, since the day you crawled off that corpse cart. Bungling your betrothal to Elena. Doesn't matter how either of you feel. Lord Glenmore will never let you marry her now. Letting Griff force you to the ground without a shred of dignity. Going to High Point without any soldiers, despite my every warning. Hell, you even managed to get Arthur killed. Enough, Roiland! You've had every opportunity to save this family, but you've squandered them all. Your father would be ashamed. Mein Vater hat euch vertraut. Hate me for it, but it's the bloody truth. You betrayed us all, Roiland. My father included. I've held true to what I believed, which is more than I can say for you. The only thing that matters is that you swore an oath to me. I swore to your father. I'd swear to Asher if he were here. But you're a cripple who can barely hold a sword. Asher knows how to act. Wir schlagen ihn. Sorry, aber jetzt. Was denkt ihr eigentlich, wer der ist? Shut your fucking mouth. Von wegen, wir sind Krüppel, der kaum Schwert halten kann. Roderick, it's Griff, he's gone. Somebody. Fuck. Ich bin mir schon fast bewusst, wer es war. They were going to ambush you at the trade. I just saved your life. But Ryan. Ryan. How could you? This was his doing. Just sentence me and be done with it. Roderick, you promised. Kill me. And Asher dies too. Please, Roderick. What do you mean? I know Lord's plans. Spare my life. And I'll tell you everything. Perhaps we should hear him out. He's only saying that to save himself. Wir verschonen ihn. Tut mir leid, Talia. Now talk. Aber you're a bigger coward than he is. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Mira cost Luddy's army. He's desperate to strike back. He's going to ambush Asher the moment he makes landfall. No! You must protect Asher. Protect the true lord of this house. Take this traitor away. Tut mir leid, dass wir Talia das Versprechen gebrochen haben, aber um das zu erfahren, das war wichtiger. Man sollte Versprechen nicht brechen. Das schneidet euch das hinter die Ohren. Aber diese Information war verdammt wichtig. Wir reiten zur Küste. Prepare the horses. We ride for the coast. Weg mit der Krücke. Zur Zeit. Zurückzuschlagen. Zeit, den Whitehills zu zeigen, wo der Hammer hängt. You smell that? We're almost there, Lester. Let's have a look. Was geht denn jetzt unter? Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? It doesn't matter if Roderick's lord of our house. These are my soldiers to lead.
You may want to start by telling them your brother's not to be harmed. He hasn't had a chance to win them over like you have. Point taken. Da ist das Festland. That's odd. Port's quiet. No guards. Hardly any ships. Warum wohl? They're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. Zweiteres. I'll let the others know. Wohl eher. Right. Oh, this couldn't be easy, could it? Nee, einfach ist es nie. Einfach ist es leider Gottes nie. So, sind wir auf dem Festland? Jetzt erwarte ich. Ugly and small. Fucking freezing. Ein Angriff. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Na, da warten uns die Leute auch schon. Asher, thank the gods you've made it back. Du hast schon besser ausgesehen. You've looked better. We've no time for small talk, brother. Hope you're ready for a fight. Lord knows you're coming. He sent men to intercept you. We need to hurry. Okay. Stuck on a boat for weeks. Can use a good fight. Oh, was für ein Hinterhalt. Ah, great. Oh, das sind ein paar viele. Zack! Den ersten haben wir. Nein, nicht Fatty. Boah. Komm schon, Fatty! Nein, Fatty! Asher, you have to get out of there. Looks like it's up to us. Asher! Fatty, nein! Fatty war so ein toller Mann. Also, das klang jetzt ein bisschen schwul, aber. Er war ein toller Kämpfer, sag mal so. Oh, einer nach dem anderen stirbt. Ja, mein Problem. Einer kann raus. Wer? Das muss jetzt sich entscheiden, ne? Wer bleibt zurück? Ganz ehrlich. Asher? Oder Roderick? We can't lose you. Roderick bleibt. Save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. Iron from ice. I'll hold them off, but my lord, you can't. Asher is your new lord. Yes, my lord. Roderick, go. Wir schlachten noch so viel ab, wie es geht. Komm schon. Oh, fuck. Komm schon mit den letzten... Mit der letzten Kraft.
Komm schon. Damit ist Roderick Forrester leider Gottes endgültig gefallen und wir haben das Ende von Episode 5 erreicht. Ein Nest von Vipern. Du und 35,3% haben versucht, Ramsay Schnee zu erstechen. Wahrscheinlich, dass da viele gesagt haben, nein. Weil es klar war, dass es nicht klappt, aber ich wollte so ein bisschen Spielchen mit ihm spielen. Du und 32,3% haben Blutgesang verschont. Das verstehe ich nicht, warum so viele ihn getötet haben. Ja, okay, stimmt, weil die Leute dann eben eher denken, wow, krass. Du und 36,5% haben Tyrant erzählt, von Cersei geschickt worden zu sein. Okay, also wenige, kann ich verstehen. Du und 43,7% haben entschieden, deren Verräter einzusperren. Kann ich auch verstehen. Du und 60% haben Roderick zurückbleiben lassen. Ja, also dazu, ich habe das jetzt nicht wirklich erklärt. Die Söldner stehen unter Ashers Befehl und nicht unter Roderick. Das heißt, sie hätten bestimmt gesagt, nee, dir folgen wir nicht. Oder nee, du kannst uns nicht bezahlen oder was auch immer. Und das Beste für das Haus war, Roderick zurückzulassen. Tatsächlich. 60% haben auch so wie ich entschieden. Also, sagt jetzt nicht, dass es falsch war. Mann. Drücken wir fortfahren. Kommt kein nächstes Mal bei Game of Thrones? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend kommt kein nächstes Mal. Okay, die nächste Episode ist ja die letzte. Das heißt, es würde ein bisschen spoilern wahrscheinlich, wenn man dies machen würde. Ich würde sagen, ich beende den Part jetzt hier. Ich weiß, er ist erst 22 Minuten lang, aber das passt einfach perfekt. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und dann auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo dann die finale Episode anfängt. Peace up und haut da rein.